kein Commentary, ich muss spielen. Wo ist mein Wasser? Thank you.
Kevin ist IT. Yo, Kommentatur. Hallo, Besnik SSBM. Welcome to the stream. Dieser Scheiß, denk mal, der Blitz kommt nicht. Was ist für ein Scheiß? Das ist so dumm. Dieser Laptop Alter, ist so langsam. Nee, das ist auch bei meinem Laptop vorhin passiert. Ich weiß nicht, ob... Wir haben 4 Zuschauer, mach nächstes Stream aus. Kann man das doch so machen? Das dauert länger. Vor allem, ich habe auch die Rechte. Nee, das ist das Problem bei... Wieder freut euch allen. Wir auch. Ihr seht gewillt aus. Wild entschlossen sogar. Was? Doch. Na, was ist denn? Admin-Effekt. Achso. Ich habe nur Start-Match. Achso. Alter, du bist... Wie kann Smash Team noch scheißer werden? Noch scheißer? Ja, jetzt noch scheißer. Jetzt sieht man nicht mehr den Blitz. Ah, der. Ah, Smash. Na, wie war es kompliziert? Ja, das ist scheiße, fand ich. Also ich fand es echt total scheiße. Nein, ich glaube, das hier super scheiße war. Scheiße. Hier? Ah, möchtest du raten, wie das gegangen ist? Du hast bestimmt 3 gemacht. Nee, 5 nur. Easy clap, Alter. 5, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 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 Was? Es geht. Jo, hi. Hi. Wie funktioniert das? Kannst du das eintragen? Mit dem Trackpad? Ja. Meine Hände sind ein bisschen shake gerade, deswegen ist das. Wie habt ihr gespielt? Ich hab 2-0 gewonnen. Oh, damn. That's so Nike. Mein Herz ist shake. Er ist echt shake. Ja, ich hab gesagt, ich war gerade seit Wochen. Seit Monaten. Was ist das hier? Gibt's kein Fast-Eintragen mehr? Nee, gibt's nicht mehr. Da muss man hier auch noch so closen jetzt. Na, erst wenn's gesaved ist. Ja, aber es ist doch. Oder muss ich gegen Julia? Beschissener als vorher. Na dann. Was ist hier los? Ich glaube, du spielst gegen Caron. Das ist natürlich lustig. So, das hier das sieht immer so aus, dass es in Progress geht, aber in Wirklichkeit hat Tipsy natürlich gewonnen. Und dann submitten zu was das Ad sind jetzt. Du musst es nicht so öffnen. Doch, nein. Doch, das ist irgendwie weg, die andere Taste. Hier das gibt es nicht mehr. Wenn man hier so drüber hat, es gibt kein Fast Edit mehr. Ich weiß nicht, warum das weg ist. Ja, hab ich auch gedacht. Das war exakt meine Reaktion war so, toll. Den User G. Der ist ein G. Oh shit, mein Name hat cool raus. Cooles Match heute. Heute richtig Doka. Hallo alle lieben Zuschauer da draußen. Wo drücke ich jetzt drauf? Auf erst Start-Match und dann musst du gleich nochmal reingehen. Das ist mega dumm, ich hab's auch nicht gedacht. Jetzt, glaube ich, save das und dann gehst du, kannst du runterscrollen. Und dann kannst du es wieder eintragen, keine Ahnung. Hä? Ach, du musst erst starten halt.
Wir haben beide so scheiße zu kurz gespielt. Das war auch beim ersten Match, wo du beim Stock warst. Ich bin nur noch mit Power Smash. Über jeden Power Smash war ich dabei. Das da drücken? Hast Breath of Wild durchgespielt? Ja, auch. Oh. Also ich hab's jetzt nicht auf 100% gespielt. Alle Kobo. Die Hälfte der Schreibung. Ich kenne einen, der hat alles so lange mittelt auf 8. Das ist so dumm. 800 Stellen. Gone. Das ist eine Mini-Schnecke, bin ich Top 2 Deutschland. Ich würde auf jeden Tag 8 Stunden spielen, weil Breath of Wild ist so heftig. Das ist halt Kings wöchentliche Teile bei Cactus. Ja, 800 Stunden. Oder wir müssen. Patrick, as for noises. As for noises. Boah, ist das nervig, Alter. Ja, das ist so richtig. Krebsseite. Ja, dieses Blitz gibt's nicht mehr. Ja. Was ist das mit? Den Blitz? Echt? Was? Okay, du musst gegen Julian. Ja. Smash die Hass einfach Menschen. Smash ist einfach menschenrechtsverletzt. Die Einstellung muss sein, dass du jedes Match gewinnen kannst. Ja, du darfst nicht zu sehr nach deinem ersten Grund fischen. Aber das nächste Mal, das wird jetzt auch ein paar Mal so sein vielleicht, dass du ganz klar nicht mehr verständigst, aber immer nur zum normalen ein paar Matches gewinnst. Nächste Woche auch ein Set. Sehr gut. Überhaupt, aber nächste Woche größer mit der nächsten Set. Ist egal. Ja, ist egal. Ich spiele halt. Ich hab auch Thank you.
tatsächlich über den Gott gespielt. Er hatte viel bessere Punkte als ich. Aber ich habe tatsächlich vorher Jungle, du spielst, ja, weißt schon. Du eine bestimmte Reaktion von mir erzwingen kannst, okay. Und das kannst du dann auch so.
Karabane spielen. Was? Wo Karabane spielt. Gegen Barone. Oh mein Gott, das geht so gar keinen. 2, 1, 0. Und ein Handschlag, aber knapp. War knapp ist hier. Die Rechnung ist gar nicht da, ne? Da war ich angemeldet. Ein richtiger Opfer, Alter. Ich habe Binding of Isaac gespielt. Ich habe sogar das Kartenspiel. Ich kann nicht passen, dass du Rebirth nicht gespielt hast, ne? So, das ist halt wirklich. Das ist so wie Smash 64 und Melee. So einfach Smash 64 hat coole Blitzeffekte. Digga! Binding of Isaac 1 hat auch coole Sachen so. Aber Performance ist super kacke. Aber Rebirth ist halt das gleiche Game, mal 100 so. 800 Stunden oder so. Ich mache einfach ein neues, mein eigenes Binding of Isaac. Digga, hol dir Rebirth, das ist süß. Oh, Benno. Auf die restlichen DLCs kannst du scheißen, auf Afterbirth und Afterbirth Plus. Aber Rebirth muss gewinnen. Was kostet das? 5er? Das kostet 9 Euro im Sale. Der Digga war gerade Sale. 9 Euro, ey. War locker gerade im Sale. 9 Euro. Wollen wir lieber zum dritten Mal einfach ein Fire 2? Heute kein After Weekly bei mir. So ist wahrscheinlich echt ein Thank you.
Loco kann ich bestimmt auch einstellen, wer gerade spielt. Ich weiß gerade nicht wo. So, lieber Schick-Spieler, der ist. Der Stocklied. Ich glaube, das ist zum ersten Mal Stocklied, aber zum ersten Mal, wenn ich ihn gucke. Ist mein Mikrofon eigentlich an? Ich glaube nicht, diese Idioten im Chat können uns nicht hören. Ist Lofi dich im Chat? Lol. Thank you.
ist die geilste Gebärde. Thank you.
Heftige, heftige Matte, was geht ab? Willkommen im Berlin Smash Chat, Berlin Smash Stream. Wir haben Rivka gegen, Entschuldigung, komplett falsch. Tapsi gegen Off Target. Zwei Mart Mains, glorreiche Mart Mains. Tolles Matchup, wirklich klasse. Konzi, ich weiß nicht, ob du da bist. Konzi, bist du da? Digga. Digi. Machst du gerade schön Frühstück? Oder ist es gerade irgendwie 4 Uhr morgens vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber. Real Insomnia. Yo, Konsti. Digi, was geht ab? Berlin vermisst dich. 4.30 Uhr. Bist du noch wach? Oder schon? Bruh. Also der Support ist natürlich glorreich, ne? Das ist mega nice. Oh, mit der Roll-Up kriegt ihr den Stock. Um zwei... Diese Uhrzeit kann ich nicht... Ich bin um 2:0 eingepennt. Als es 2:0 stand, ist Konsti also eingeschlafen. Ich verstehe diese Zahlenkombination nicht. Hi, hey, Sturmratte. Schön, dich zu sehen. Oder dich zu lesen. Was geht ab? Oh, 69, er hatte 69, roll in. Oh, F-Smash? Nein, ah, schade, daneben. Down-Tilt gegen Jump. Nicht schlecht. Grab wird gespottet. Der kriegt den Pivot Grab. Oh, Tech-Chase-Situation wird nicht genutzt. Ledge-Trapping. Ah, F-Smash einfach raw. Er hat so viel Platz ihm gelassen. Richtig viel Stage auf ihn jetzt. Reversal. Wieder. Oh, er geht oben über. Oh mein Gott. Mit dem Air-Dodge weicht er irgendwie aus. Keine Capitalization auf den F-Smash. Kein Punish. Oh, Side-B up-Tilt. Kein Crouch-Cancel. Ah, oh mein Gott, schon wieder. Er versucht die Zeit wie Update. Oh mein Gott. Walkthrough F-Smash geht in allen. Ja, oh mein Gott. Und jetzt, da ist das Match. Das ist das Set. Wie ist es ausgegangen? 3-2, Digga. Oh, jetzt kann ich gegen Dennis spielen. Hey, Dennis, können wir spulen? Lord Finesse eigentlich im Chat? Ist dieser Lord Finesse eigentlich? Lord Finesse, Lord Finesse an Kasse 1 bitte. Dragnoi, Babicello, Venga Terrero. In welcher Stadt bist du eigentlich in Japan? Fukushima. Ich glaube, Japan ist eine Stadt. Eine Inselstadt. Knappes Game zwischen Dennis und. Cielo Pello! Kurati weiß. Das ist gar nicht Jan, wenn ich gegen RFG habe. Nee,
Nee, also doch, das ist RFGRs alter Ego. Young Benno. Zugwa. Wer bist du denn? Ja, aber Karo ist auch nicht von Zerf Gaming, also das kann ich nicht so schön lassen. Karo. Aber anscheinend ist Lord Vinette nicht im Chat. Kein 389% Trash. Karon ist wirklich der Marsch. Ich weiß nicht, warum da kein Stop-Score steht. Ich muss einfach selber passieren. Keine Ahnung, ihr werdet mit dem Score schon irgendwie selber. Thank you.
alles jetzt auf. Ja, Benno für Tage Banane. Oder Banane wahrscheinlich. Ja, der schnell bearbeiten Button geht nicht mehr. Wieso, wer hat gewonnen? Ich glaube, das war Tab C. Konzi redet mit sich selbst. Ey, Konzi. Ich hoffe, dir geht's gut, Diggi. Einigermaßen. Also komm zu Jedo. Ich kann leider nicht zu Hive Mess. Ich würde voll gerne, ich muss leider an dem Wochenende arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich tauschen kann eigentlich. Aber ich hätte voll Bock gehabt. Schade. Komm zu End of the Line, ihr Mützen. Ihr Scharmuts, alle. Was, so viele Deconfirms. Was ist los hier? Ich habe mal den Chat gelesen, Stormred, du hast recht, jeder sollte den Lord Guide for Improvement lesen und zum Smash Club kommen. Kommt zum Smash Club, Leute. Oh, Oma. Ja, Oma ist heftig. Oma, mit Omas spaßt man nicht, lieber. Wenn Oma dir den Kopf sonst abreißt, dann Konsti, bist du entschuldigt. Konsti, wir vermissen dich. Konsti, komm zurück. Konsti, bitte. Hallo, Jan. Konsti hat gar keinen Bock auf diese linksgrün versiffte Kackstadt hier. Spaß. Komm wieder, Konsti. Ja, komm wieder. Wenn du eh keine Credits kriegst, ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Komm bitte zu uns. Ich möchte dich tief umarmen einfach. Das liegt mir am Herzen. Ich gebe dir Credits, wenn du brauchst, Konsti. Sag Bescheid. Russische Mafia kann alles besorgen. Ja, ich schwöre. Auch Credits. Wenn du Credits brauchst. Wenn du Credits brauchst. Ich kann das manchmal nicht. Corona Charlottenburg-Sibirien Connection. Das ist normal. Stay strong. Ja, der Wodka fließt. Und ist Elguni auch dein Lieblingskünstler dieses Jahr? Elguni Taylor Swift, ne? War auf Platz 4. Ah, ja. Taylor Swift, Noga Eris, Tyler, Elguni und Blink 182. Hast du Tyler gehört? Ja, mega, das Album war das super geil. Krank, super geil, Mann. Hey! Es ist XX Blade Master 360 No Scope. Konsti, sogar XX Blade Master 69XX ist da, jetzt musst du langsam halt zurückkommen. Echt mal Konsti, was ist los bei dir? Ohne Spaß. Ohne Spüsch. Mensch, hier wird ganz schön gedaddelt, muss man sagen. Aber ganz schön einer weggedaddelt. Nicht auch mit Strömeln. Nee, ist unfassbar, ne? Wir spielen beide offstream. Ja, weil wir uns wieder vorgedrängelt haben. Ja, sorry.
Tja, schade. Marmelade, Banane, alles. Marmelade auch. Und wie ist dein Bracket? Du bist der letzte. Wieso das denn? Du bist vielleicht auch. Ich glaube, du bist so der vierte Mensch, mindestens. Wer ist denn in Losers? Ja, in Losers haben wir ein Losers-Quart, das gerade noch Bananenmarmelade gegen Tafsi. Weiß nicht, wie es da steht. Und Rivka gegen Third. Und Dennis wartet in Losers Finals. Ja, das ist im Endeffekt den Bracket. Ne? Das ist eine ganz feine Bracket, ist das heute wieder. Aber gut, dass noch ein paar Leute aufgetaucht sind. Es sah ein bisschen mau aus heute Nachmittag. Aber jetzt sind wir. Wie viel sind wir denn? Wie viel sind es denn jetzt geworden? 14? 13? 13. Ja. 13? Ich glaube schon. Ja, nee, das ist dann so. Schädler-Gymnasium hat den ganz tief drin gerade. Ja, okay. Ja, Banane ist der Spieler, von dem ich am meisten immer denke, oh nein, dieses Mal ist er bestimmt viel besser. Und dann ist er auch besser meistens. Deswegen, Discord ist immer eine gute Sache. Oder meinst du Social? Rifka jetzt weiter. Muss dann gegen Banane oder Julian. Auf dem Stream gleich. Dauert nicht lange. Ist vorbei, 3-0 für Rifka. Das ist vorbei, ist mir klar. Sie stehen beide neben mir. Es ist vorbei, Dennis. Sorry. Es bestehen noch. Schiller-Gymnasium. Hat verloren, leider. I'm sorry, Kobobi. I'm sorry, Kozobi. Ja, aber gegen Rivka ist das kein Problem. Der Mann lebt am Nierendorfplatz. Das ist. Aber gegen Banana habe ich schon gesagt. Third is fifth, Leute. Tut mir leid. Third is fifth. Oh, shit. Wer kommt sich wirklich im Chat an? Fifth is third. Schiller-Gymnasium. Gymnasium. Ja, Gymnasium, eher so jetzt Hauptschule, würde ich sagen. Aber gibt es hier gar keine Hauptschule eigentlich in Berlin? Gibt es hier sowas? In Berlin? Ja. Also ich glaube inzwischen nicht mehr. Hauptschule? Ich glaube, das haben sie abgeschafft. Das sind jetzt Gesamtschulen, die sind jetzt alle Hauptschule. Also es gibt keine Untergliederung mehr offiziell, aber dadurch, dass halt die alten Schulen personell und etwas sehr kontinuierlich war, hast du im Endeffekt dieselbe Aufteilung machen. Ja, okay. Es gibt eher Schulen, die früher Gymnasium waren, die jetzt halt Gesamtschulen sind, aber die halt immer noch genauso im Ranking stehen wie damals. Ja. Im Ranking ganz weit oben. Ein Glico-Ranking für Schulen. Google-Bewertung. Google-Bewertung für Schulen sind super geil, kann ich euch nur empfehlen. Google-Bewertung für Schulen durch jeden Scheiß. Das kann einem den Arsch verschließen. Herr Lehmann ist voll der Wichser. Ja. Gute Bewertung für unsere Firma ist auch richtig geil. Gute Bewertung für U-Bahn-Station. Auch das ist mega geil. Und die Bushaltestelle gibt es auch. Ja, so was echt, ja. Manchmal gibt es das. Das ist mad funny. So. Danke für den Resub, Berlin 13 Atze. Berlin 13 Atze. Ja, das müssen wir noch ändern. Wir haben 4 Abonnenten, das ist ja komplett gestört. Ja, wir hatten mal über 20, deswegen haben wir 2 Emotes. Wow. Aber Julian und ich zu Konzis Geburtstag ganz viele gegiftet haben, also den Channel, damit wir sein Gesicht da reinmachen können. Nice. Jetzt ist es für immer da. Ist es für immer da jetzt? Ja, ja. Ist es immer runtergedroppt? Ja. Naja. Man ist ja, wir sind ja gedroppt. Und es bleibt trotzdem? Ja, ja. Auch nächstes Jahr noch? Okay. Sowohl im Aufwand für Twitch, das Scheiß. 400 Kilobyte zu speichern, den wir in E-Mails haben. Stormred, wenn du einen Satz schreibst, dann fang ihn doch auch mit dem Großbuchstaben an. Hä? 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 Tö, Alter. Tö. Hä? Großbuchstaben gibt's in Japan nicht.
das ist das Konstigste, was ich jemals gesehen habe, dass er sein eigenes Gesicht einfach postet überall. Shit! Was? Wie schmeißt du Schnee? Julian, wie ist es ausgegangen? Ich hätte jetzt gedacht, das schaffst du schon. Schade, Bruder, aber ist okay. Schade, Bruder. Ich glaube, ich habe zu entscheiden, was hier okay ist und was nicht. Und? Wie fandest du es? Ich bin hier eine souveräne Person. Wie ist deine Entscheidung gefallen? Es ist nicht okay. Er spottet schon. Ja, er spottet so viel. Und Double Jump. Game 1 hat er die ganze Zeit Double Jump Downer gemacht, danach hat er noch gespottet. Reingelaufen. Die Downer ist sehr schlecht tatsächlich. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Aber die ist sehr cool. Das ist immer der Zwiespalt, den man mit Samus hat. Der hat so einen coolen Hurtbox-Shift so ein bisschen. Sie zieht sich so kurz mit zurück. Ja! Auch das Geräusch. So, das ist halt mega geil. Erinnert ihr euch noch damals als Traumwolle 8 Last Game? Ja, Mann, Meltdown on stream. Oh, er hat einen Offstage, er war schon tot und Ovis wollte noch weiter Edgeguard und dann hat er ihn einfach gedownet und hat das Set gewonnen. Das war der sogenannte Sicko-Mod. Oh, guck mal, habt ihr gesehen, da war ein Down, ja. Und noch eine. Hey, aber der Schild ist leicht zerbrochen. Der Schild ist relativ klein. Der Schild ist leicht gebröselt. Jetzt kann auch geschildpökelt werden. Geschildpökelt. Aber er ist ja lang genug an der Kante. Er ist ja auch ein erfahrener Mann an der Kante. Er ist jetzt on stream. Doch, das war on stream, Konstantin. Das war vorne an der Glasfassade. Konstantin, ich schlag dein Gesicht bis nach. Entschuldigung, das ist zu alt schon. Captain Love, war der auch da? Damn, was war das für ein verrücktes Weekly? Oder auch Monthly, vielleicht war es auch ein M&M.
Oder ein MBM. Das war kein MBM, weil es war ein normaler Barbetrieb. Es war auch sehr spät. Mam-Bam-Ding-Dong. Das ist dann bei Finn 3000. Das waren nicht unsere Falschen. Guck mal, der Downer hat ihm wieder richtig viel gebracht. Oh, aber jetzt der Wolf ist der Catchmash. Haut voll rein. Oh nein! Oh mein Gott! Oh nice, der Fat Castle Spezial. What? Ja, der Tackle halt, Schulter-Tackle. Das ist der Fat Castle Spezial. Macht doch. Ja, genau. Die haben Football gespielt früher, also. Die beiden, ja. Auch in einer Mannschaft auch, ja. Ja. Und dann sind sie beide Bounty Hunter geworden. College. Sie waren in unterschiedlichen Mannschaften als Bounty Hunter. Ah, ja. Als Bounty Hunter. Ja. Aber sie haben es auf dem College, haben sie bei den Princeton Bounty Hunters haben sie gespielt zusammen. Ja. Und dann, aber ist so lange der Kontakt abgebrochen, weil Samus überfordert mit Chances. Ja, so, ja. Weil sie einfach nicht so wirklich damit zurechtkommt. Die haben sich halt immer so mies dann einfach sexistisch behandelt. Immer wenn sie ihre Rüstung ausgezogen haben. Mit der Rüstung haben alle gesagt, okay Bruder, so. Alles gut, Rudi. Yo Bro, haben sie immer gesagt. Wow, ist er gelandet? Nein, ist er nicht, oder? Doch, ist er, okay. Schon wieder gelandet? Ist er gelandet. Oh, wir sind hier aber ganz falsch. Da stehen immer noch wir beide übrigens. Oh, er hätte nach oben engeln können. Nach oben engeln können. Aber es ist knapp und es dauert hier noch bestimmt ziemlich lang. Lol. Oh mein Gott, danach ist er wieder. Also, Marmelade. Was geht ab? Nicht Riga, meine Güte, Alter. Riga. Ich schwöre, was ist mit diesem Programm? Raphael also, gegen. Ich schwöre, ich ficke dieses Programm ganz ehrlich. Nahnung. Was wollen die? Riga, gerne. Jasmin scheiß gerne, ist aber trotzdem am liebsten zu Hause. Rügi der. Was ist los? Ja, Bann. Banana Mama Nama. Sams. Samus. Chamus. Samus. Recovern ist halt, finde ich, echt auch schwer, ne? Ein bisschen in dem Matchup auch. Oh mein Gott! Er hat gar kein B mehr. Ludwig, er hat gar keinen Bock. Ludwig von nicht B. Beethoven. Und ich wünsche mir ein Beat von Beethovens. Das ist der Weihnachtssong von Sido. Oh mein Gott, ich hasse dich, ich schwöre auf alles. Du kannst mich nicht bei sowas hängen lassen, ganz ehrlich. Tut mir echt leid, ich hab. Also ich du kennst auch wohl das Weihnachtslied von Sido. Aber ich hab nicht alles in meinem Hirn. Das ist, was Sido sich wünscht zum Schluss. Er sagt, was alle sich wünschen, und dann sagt er, und ich wünsche mir ein Beat von Beethoven. Das wusste ich nicht. Mega lieb von ihm einfach. Voll, hat er sagt zum Beispiel, hat er bekommen, war sogar der Beat. Hat er bekommen? Echt? Ach so. Er hat auch gesagt, der dicke Haken kriegt einen verkleinerten Magen. Und Erika kriegt ein Kind wie jedes Jahr. Von ihm? Das weiß man nicht. Das ist, oh, da hat eine Down-Air getroffen. Guck mal, die zweite aber dann wieder nicht mehr. Full-Up-Down-Air. Das ist Falco. Ja, dieses Match sieht hier doch schon besser aus für unseren Helden Rivka. Ist Rivka unser Held? Weil der andere nicht. Spielt Samus. Ja, aber ich finde, Entschuldigung. Also, ich mag Banane, aber ich finde, er hat eher so eine Anti- so heilt. Anti-Heil. Anti-Held-Ausstrahlung so. Er ist so der Leffen. Warum sollte ich für Leffen sein? Warum ist er Leffen und warum sollte man nicht für Leffen sein? So, jetzt beantworte mir zwei Fragen. Wenn Mango gegen Leffen spielt, dann verstehst du, was ich meine? Und Rivka ist unser Mango. Nichts von dem, was du gerade gesagt hast, ergibt Sinn. Was ist hier? Was ist in deinem kleinen Köpfchen los? Hast du die letzten Synapsen weggepuncht, weggeankepuncht? Ich habe heute so viel angepuncht. Ist eher so der Dieter Bohl, das Berlin zuerst. Oh. Labert der auch immer Scheiße über alle in seinem Buch? Ja. Stimmt. Banane, Marmelade, nichts als die Wahrheit. Damn, Daniel.
Es wurde gefeuert. Aber was würdest du denn sagen wegen Samus? Ist Samus spielen. Ja, Leute feiern doch Low-Tier-Charakter, Low-Tier-Spieler immer. Ich finde, wir mobben. Ich dachte, wir mobben. Ja, also wir mobben auf jeden Fall Low-Tier-Spieler. Ich mobbe Low-Tier-Spieler hart. Ja, ich auch. Ich habe gar keinen Respekt. Ich schwöre, ich auch nicht. Ich schwöre, ich habe keinen Respekt für Samus. Warum? Aber ich finde Samus halt ein cooler Charakter. Mich stört so, dass er schlecht ist. Samus finde ich auch cool. Aber man muss halt. Yo, erwischt, Alter, mit der Hacke! Man muss halt geisteskrank viel wissen über Samus. Man muss geisterverrückt sein. Ja, wirklich. Man muss direkt Geisterfahrer werden. Man muss eigentlich Blub sein, sonst Samus nicht. Für beide eigentlich, weil Sheik eigentlich auch so Secret Low Tier. Ja, genau, wenn du Blub bist, kannst du beides spielen. Das ist einfach. Hey, so. Sam! Hey, Samuel! Sam! Aber ist es so, dass Angle Punch so die Synapsen kaputt macht, so, wenn man zu viel macht? Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist erwiesen, ne? Ja. Ich habe letztens auch. Ich habe im Neurowissenschaften-Lehrbuch darüber erst was gelesen. Ja, man weiß eigentlich, auf der Straße erzählt man sich schon länger, aber die Neurowissenschaftler haben langsam Catch-up so. Ah ja, ja. Caught-up. Auf der mit Straßenabitur hat man auch Zugang zu sehr viel Wissen. Mega, mit Straßenabitur weißt du so einiges. Zum Beispiel effektiven Einsatz von Bauernschleue. Street Knowledge ist halt die Bauernschleue des urban geprägten jungen Mannes und auch der Frau. Dessen, wo keine Bauern da sind. Ganz exakt. Oh mein Gott, what the fuck? Wobei ich Bauernschleue gar nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Ich komme ja von da, wo es so Bauern gibt. Das war, die sind nicht so super schlau, so ne? Schlau, muss ich ehrlich sagen. Alter, ey, Bananja spielt echt gut. Baninja Marmelinja. Bananja. Oh, den Jet aber auch sofort instant, ne? Instant genäht. Ist eine Banane mit Erdbeere gerade? Ich weiß nicht. Banana-Rama. Gibt es Bananenmarmelade überhaupt? Hat das schon mal jemand gesehen? Noch nie gesehen. Also nur on stream hier, aber nur noch nie probiert. Nur in Berlin, ja. Habe ich auch noch nie gegessen. Das ist Downer? Gibt's einen gelben Jab, F-Tilt? Nee, leider nicht. Oh mein Gott. Man kann einfach hochgehen und dann F-Tilt nochmal machen. Und dann so lange das machen, bis What? Ganz, ganz weirde, merkwürdige Scheiß-Hitbox von der Downer, aber so gedroppt. Das sah aus wie Fox so ein bisschen. War Ninja Marmelinda. Sieht schwieriger aus für unseren Boy auf dem Samus. Gerade sieht es ein bisschen schwerer aus tatsächlich. Aber es wäre dann ja nur 1-1. Es ist ja noch alles. Oh, das ist eindeutig 1-1. Deutlich. Warte mal nochmal zurück. Einmal kurz. Warte mal. Wie kann Banane Sheik bezwingen? Die Antwort ist gar nicht mehr. Es ist vorbei. Was soll die Runback hoffen, dass er Zelda bleibt? Achso, wir sind immer noch im Friendlies-Dings. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen. Hier komme ich raus. Hier müsste das irgendwo sein. Das ist doch Game. Game, ja. Ich weiß auch nicht, ob man kein Score ist. Ich kann auch vielleicht irgendwo Best of 5 einstellen oder so? Ja, wahrscheinlich hier. Best of 5. Ah, da ist Set of. Ach so. Vielleicht da. Also ich weiß nicht, ob es da dann besser ist. Ist das ein Touchscreen? Jetzt kommt's gerade. Ich wusste nicht, dass es ein Touchscreen ist. Oh mein Gott. Okay, Allah, sorry. Wow, das macht alles so viel einfacher. Weil diese Maus ist, wie man auf der Straße sagt, Trash. Auf der Straße wird gemunkelt. Oh mein Gott, er macht wieder die verschissene Downer und sie trifft auch noch. Aber sie bringt ihm nichts, weil sie scheiße ist. Kranke. Snipes. Schnäppsch. Wow! Verrückte Recover-Rückte. Jetzt aber. Schön weit nach oben, ja. Und dann mit der Fußsohle. Oder wollt ihr ihm nochmal den kleinen, so den Halbsteifen geben? Den Peppschwanz. dieser Shot, der nichts macht. Halb aufgeladen. Du hast ihn geladen, du hast alles getan, was du konntest, aber es ging einfach nicht mehr. Mehr war nicht drin. Mehr Ladung war nicht. Ich schwöre, das verstehe ich nicht. Warum habe ich nur noch eine Line-Pap gezogen? Kann ich hier gar nicht pieken auf der Toilette. Das ist das Berlin Weekly in a nutshell. Das ist Berlin Weekly. Ja. Schon mal auf der Berlin-Weekly-Toilette gefickt. Auf
auf dem Damenklo mit Spiegel. Celo Pelo Sam, sag mal, Iffy, er soll seinen GameCube-Adapter wiederholen. Die ganze Zeit nicht mehr gespielt, bis er irgendwann mal bei irgendjemand war und den GameCube-Adapter mitgenommen hat. Und dann erstmal bei dem hat er nicht zurückgeholt. DCV DNS dieses Jahr? Heftig. 2019. Heftig. Hat er gute Mucke gemacht dieses Jahr? Ich habe gar nichts gehört von ihm. Gar nichts. Oh shit, das muss ich mir mal anhören. Ich wusste das gar nicht. Leute, wir hatten das letzte gewonnen. Sag mal bitte einer, ich hab's nicht mitbekommen. War es Rivka, weil diese Stage?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bananjo. Das ist der Stock. Ach komm, Kollege, es reicht langsam. Rivka hat Last Hit gewonnen. Ja, guck mal einer an, ey. So, ah, ist ja ein Touchscreen. Oh, ist das geil. 3019 einfach. Wow! Diese Richtungsbeeinflussung war nicht von dieser Welt. Oh, oh, Combo. Er hat die Latte. Er hat eine dicke Ladung dabei. Das ist keine die Ei. Jawohl, das habe ich mir gedacht. Einfach schön nicht die Ei. Diese Down-Airs, Junge. Ich weiß nicht, warum er das noch macht. Das ist so schlecht einfach. Ich schwöre, ne? Was soll? Oh! Oh, ja, das war's. Das war's mit diesem Stock. Das war's mit dem Stock. Oh! Ich glaube, wenn... Oh, pff, das ist es. Ich glaube, wenn Banane aufhört, Down-Airs zu machen, ist es das für ihn. Ich glaube, die beiden haben einen ganz gravierenden Fehler in ihrem Gameplay jeweils. Aber vielleicht heben sie sich das Beheben für Game 5 auf. Ja, mit Down-Airs kann man Luca auf jeden Fall besiegen, das steht fest. Oh, oh, der Fernkessel-Spezial. Oh mein Gott. Die Tech Chase. Ah, das habe ich 500 Meter gegen den Wind gerochen. Ja. Mit Marv hat er ihn besiegt. Bei irgendeinem Mimbim, nee, bei einem hier PPM, PPP, PPM. So, Rivka hat den Sprung. Banane will es ihm schwer machen. Oh! Und Banane holt sich die Führung wieder, nachdem er sehr weit zurück lag. Also nämlich ein Stock und 80% oder so. Aber der andere Stock war halt relativ schnell weg. 2-1 schon. Ja, 2-1 für Rivka. Das erste hat Bananjo gewonnen. Ja, jedes Mal, Alter, ich schwöre, Alter, das ist so vorhersehbar, Mann. Oh. Ist so laut. Ja, das passt schon. Von Banana. Ist Benno der Ficker? Hä? Wird gepickt heute? Nach Hause Benno? Wird gebumst heute? Hä? Ah. Oh. Okay. Ja, okay, Down Smash, genau. Oh, das ist es, Game 5. Ash, get it. Er geschickere. Und es geht auf Yoshis Ashori. Da, wo die Down-Airs durch die Plattform treffen. Nicht die beste Entscheidung von Rifter hier. Oh. Ab die Post. Wow. Hast du ja gegen einen Pumelo-Spieler verloren? Unangenehm. Das erste Mal. Ich habe versucht zu ironieren, weil wir das letzte Mal gespielt haben. Das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Ja. VK gibt es ja nicht mehr. Und das spielt Yahoo. Ja. Ich bin jetzt der beste Kampf für ihn. Beste Kampf, jetzt. Wir werden noch ein paar Fußnoten anfügen an diese Aussage. Oh mein Gott! Jesus, Maria und Mutter. Fast den Edge-Canceler bekommen. Konnt sie mit etwas Delay das bereuen. Oh, wow, what the fuck? Oh. Wall of China. Die große Wand Chinas. Oh shit, da war wieder etwas ill-advised down air einfach. Der Volleyballmann, oh mein Gott, das ist ja mega nice. Das ist ja auch ein Ball. Manchmal schon, das stimmt. Wow. Und die Down Air, alles klar. Ja.
Diese Downers machen mich komplett fertig. Banane wollte etwas cute werden. Oh, das wäre so sick geworden fast. Perfektes Spacing. Game 5 bester Stock. Game 5 best Stock. Oh. Ich glaube nein. Banane ist so im Herzen einfach so ein Falco, man. Machen wir uns gar nichts vor. Oh Gott. Wird er zum Mongol? Wird er die Mauer einreißen, meinst du? Bruh. Das ist die Up-Air. Und das ist noch nicht das Match. Aber jetzt kommt die Down-Air. Oh, sie kommt nicht. Die Scheiß-Guys. Damn, Daniel. Holy fucking. Thank you.
Thank you.
Berlin 13 AC in Chat. Twitch Prime, Twitch Prime. Schickt eure Twitch Primes, wenn Dennis das gewinnt. Für Benno Comeback Twitch Prime. Emotional. Heute mit der Hochzeitspeech. Ungewöhnlich. Traditionell eher für die Grüne bekannt. Wir werden sehen, ob es sich auszahlt. Mit etwas ungewaschenen Haaren heute. Bei Dennis kann man es nicht identifizieren, ob er heute geduscht hat oder nicht. Aber er sieht clean aus. Also meine Tendenz geht Richtung Dusche, aber meines Erachtens hat er auch eine Badewanne. An der Ecke. Oh. Und das war's. Ich dachte, das sei das erste Spiel. Doch, dann war's vorbei.
Seht uns beim nächsten Mal. Denn jetzt folgt noch El Grande Finale. Mit SSBM Frankenkaron. Gegen SSBM Henny Jenselberg. Ja, das wird definitiv spannend, meine Freunde. Dennis jetzt mit dem Mix-Up. Musik auf den Ohren. Vermutlich, damit er das Commentary nicht hören kann. Das Commentary-Setup ist sehr nah am Grand Final-Setup dran. Kann ich verstehen, aber Arthur mit der Zen-Methode hat damit gar kein Problem. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte, meine Freunde. Twitch Prime. Das darfst du doch nicht vor dem Mikro sagen, Junge. Bist du behindert? Klar, das ist eh nur Konzi im Chat. Ach, Konzi. Naja, der ist ja gerade in Japan. Obobi in Japan? Ja, das ist super. Chillig. Macht Auslandssemester. Der Verrückte. Und Kobobi, was machen die Japanese Bitches? Nee, er meint, er chillt nur mit Deutschen. Er meint, du Hund? Er ist voll sinnlos. Er ist in Japan und chillt nur mit Deutschen. Ja, dann soll er auch nur mit Deutschen zu chillen. Ja, aber anscheinend sind die Japaner rassistische Huren drin. Das ist wieder eine Vorstellung. Achso, das wurde vorhin so erzählt, glaube ich, von Dennis, dass du nur mit Deutschen chillst. Du Kartoffel. Even Game, meine Freunde. Du bist jetzt ja ein Gaijin, ne? Ich komme nicht. So nennt man jedenfalls die ausländischen Wrestler, die nach Japan gehen. Das sind Gaijins. 130% beide, hast du noch. Oh, und Dennis wieder mit dem Lead. Also Taylor Swift scheint sich auszuzahlen. Weil es gibt absolut 0% Chance, dass Dennis gerade was anderes hört, außer T-Swizzle. Oh. Oh, da hat er gewartet. Tokio ist nicht so schön. Ja, okay, macht Sinn, ne? Ich glaube, ein Japaner auf dem deutschen Land hat auch nicht so viel Spaß wie in Berlin. Aber Dennis immer noch mit dem soliden Stocklead. Also es ist unfassbar, was sich abspielt. Die Forward Air connected. Edge Guard Situation, doch das Early Up die Up-Tilt tötet nicht. Meine Freunde, Twitch Prime. So, endlich stirbt der Schlampen. Hat er was zu den Wirtschaft geschrieben? Ins Krankenhaus kommen. Wie meint, warum kommen sie ins Krankenhaus? Also das kann ich jetzt gerade nicht herauslesen. Wie bei Star Wars Partner, ihr habt den Willen zu nehmen. Ich glaube, es ist die Ernährung hauptsächlich und Keime, die halt nicht haben. Ja, ja, genau. Und Wetterbedingungen. Die haben ja ein komplett anderes Immunsystem und haben ja Krankheiten auf der Insel. Schuh. Nein, die sind Schuh. Das werden aber auch generell Leute, die einen Langstreckenflug hinter sich haben, schneller krank als andere. So, aber die Frage ist, ob Caron Schuh ist. Was ist ein Schuh? Oder ob er jetzt noch die Zurückkommung ergattert? Schöne Recovery, da bleibt er geduldig wie eh und je. Das ist die Erfahrung, die der Mann gesammelt hat. Dennis, der Gandalf der Berliner Szene, nachdem Luma in die Unterwelt abgetaucht ist und der Abtit tötet. Hip ihn aus dem Ring. Olululu im Chat, da kann ich nur eins sagen, Twitch Prime. Wenn einer Twitch Prime hat, dann Olululu, so viele Filme, wie der guckt. Die Wave Dash Back Jabs. So nasty.
So nasty. Und jetzt kommt der Japanisch. Oh, aber da ist er zu greedy. Da ist er zu greedy. Paris ist halt aber auch das Mordor Europas. Das war Monster. Oh, der deutsche Scharfschütze! Der deutsche! Armada hat nämlich Swedish Sniper genannt. Deswegen ist Dennis jetzt der deutsche Scharfschütze. Denise. Oh, was sehe ich da im Hintergrund? Berlin 13 Atze in Chat. Twitch Prime. So war so ein bisschen wie dieser Armada gegen PPMD Stock, ne? Hm. Weil auch so irgendwie ganz am Ende nochmal Türen gefunden. Also entweder Hololulu hat das Commentary gemutet oder er ist zertifizierter Nicht-Atze. Ja. Weil ich. Ja, Hololulu, ich sehe da keinen Twitch Prime. Ja, ja. Oh. Oh. Reaktionen eines Luchses. Nexus. Oh, wie eine geölte Maschine macht er das. Und das flext er noch ein bisschen rum, wie so ein CF-Mate. Ja. Hauen Sie rein. Ciao, ja, mach's gut. Dann geht der Punish direkt weiter. Dennis ein bisschen Schuh. Ja, dann wird's ja höchste Zeit, mein Freund. Wenn du jetzt Twitch Primes kriegst du nächstes Mal Venue Free for Free. Ah, aber Dennis vielleicht doch nicht so schum, wie ich dachte, oder? Da ist das Yoshis Story, die Geschichte. Aber uncharakteristischer Tech-Flap von Caron. Dennis kann nicht kapitalisieren. Dennis Superschuh. Konsti mit dem Read erkennt ihn ein bisschen besser als ich, hat einen besseren Einblick in die emotionale Stabilität des Jenny Penzelberg. Vielleicht hat er jetzt auch einen von Taylor Swift's traurigen Songs im Ohr. Das kann bei ihm viel ausmachen. Plötzlich das schlechte Breaker mit dem Mark und dann ist es over. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, meine Freunde Twitch Prime. Oh, und El Dunco González. Also das wird, wenn dann, ein schweres Comeback. Das ist hier ein ganz schöner Nagelbeißer, meine Freunde. Twitch Prime. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für unseren Prenzel-Fan. Der Arthur will etwas viel. Oh, aber er kriegt ihn. Er kriegt ihn mit dem Verrückten. Unfassbar, unfassbar. Also dafür kann man schon mal subscriben. Oh, Konsti ist da. Ja, Konsti ist da. Ach, ich muss den Score ja auch adden. Das ist nicht RFGA. Das ist Jung-Röhrig. Das ist Caron. Caron. Ach echt, ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Eins, es ist ein spannendes Spiel. Doch der Demitz kommt aus dem Losers, also er hat noch einen langen Weg vor sich, um diesen Berg zu erklimmen. So ähnlich wie Konstantin in Japan macht er eine lange Wanderung dieses Set entlang. Ja, also ich habe gehört, da gibt es gute Serien und Filme. Hololulu, ja, selbstbekennender Junkie. Ja, ich bin gerade Netflix so. Ja, aber mit Netflix kannst du nicht bei dem besten Channel Berlin 13 Access spammen. Naja, trotzdem, man muss halt nur Geld bezahlen. Ja, und genau. Du hast keine coolen Emotes. Deswegen, Berlin 13 Access ist sehr wichtig. Deswegen, ja. Deswegen haben wir auch alle eine Subscription. Man kriegt auch einen geilen Controller als. Das ist noch der beste Content. Hoffentlich haben wir den noch. Wahre Worte, meine Freunde, wahre Worte. Oh ja. Das ist schon eine Wiese. Also wenn ihr genau dieses Commentary bei End of the Line wollt, dann müsst ihr jetzt mit Twitch Prime subscriben. Dann schreibt auch Dusan an. Bitte lasst die kommentieren.
am Mike Johnny Gonzalez. Johnny und Bobby Gonzalez. Gleich beide. Like a Bounce. Aber Dennis hat wieder einen der besseren Trailer-Systems. Also, das ist unfassbar. Der hat sich gefangen, der Mann. Der hat sich gefangen. Die Hochzeitsnacht ist noch nicht vorüber. Ein Nagelbeißer. Oh, es ist keiner. Da wäre er fast vom Bettrand gerutscht. Aber ja, das ist die amerikanische Witze. Bringt er die Platte in die Küche? Jawoll. Sowas sagt man nicht. Das darfst du nicht machen. Melee ist sehr Social Justice. Gelesen wie eine Hure. er drückt die Knopf nach vorne. Oh, Alter, wie er schmutzt. Ist das von Wayne? Oh, bitte. Das könnte schlecht für das Gemüt aber des Dennis sein. Bewegt hat so wirklich wie von Wayne. So. Ja, aber wie gesagt, das ist für einen oft sehr emotionalen Spieler wie Dennis nicht optimal, wenn er so einen Stock frisst und dann noch SD'd. Beziehungsweise sein Jumper lead. Aber er zeigt den Kampfeswillen. Der Kampfeswillen. Ah. Alter. Das war nice. Da könnte man fast Ausrufezeichen Clip schreiben. Ich kacke, dass Geek Liver keinen Ausrufezeichen Clip hat. Ja, Anfängerstreamer halt, ne? Das sind ja die Plebs. Nur ein paar tausend Subscriber. Ja, alles aus Mitleid. Oh, er nimmt ihn sich. Ohne Rücksicht, ohne Consent. Das. Oh, ich habe die Update gedrückt, das stimmt. Ja. Der junge Ulrich. So, eventuell das letzte Spiel des Turniers, meine Freunde. Mal sehen, ob Young Ulrich das Comeback machen kann. Obwohl ich hätte Bock auf Cruz. Oder ob Arthur die Tasche zumacht. Mit dem Pott drin. Aber wie da war der Kena. Am Fountain of Dreams können Träume noch wahr werden. Ja, interessanter Counterpick. Dreamland hat nicht so gut funktioniert. Oh, aber der ist die. Ich muss ehrlich sagen, an der Stage hat es bei Dreamland nicht unbedingt gelegen, würde ich sagen. Da waren viele unglückliche Momente dabei für den Dennis. Für Jan Ulrich, meine ich. Team Jasmin, by the way. Berlin 13 hat sie. Berlin 13 Set. 69 für Caron, das könnte gefährlich werden. Naja, wir sind nicht in Arizona. Na, gucken Sie doch. Vielleicht ist Berlin das Arizona Deutschlands. Keiner weiß es. Bumm, sag ich doch, 69. Wenige wissen, da gibt es den Curse und das Blessing. Arthur hat erst das Blessing. Ja. Er bewegt sich gerade so, als ob er gerade Fahrrad fährt. Ja, wir sehen auch die Beine im Gegensatz zu den Zuschauern. Ja, also da ist einige aktiv. Oh, Sie sehen, no es hilft tech. Nicht. Es hilft nicht. Ganz ehrlich, dieses Spiel entscheidet sich momentan. Das war ein auf Stage. Smash Ultimate Kill. Ja, nee, aber das Spiel entscheidet ohne sich momentan auf Stage. Es ist unfassbar. Also da gibt es Punishes von beiden Seiten. Und auf Stage kommen dann die Gimmicks raus. Also entweder kommen YOLO Downairs, komische Trades. Es bleibt spannend. Bleiben Sie dran für die nächste Folge. Nach der Werbeunterbrechung. Sponsored bei Bud Light. Bei Bud Light. Sternburg. Gesponsert bei Dusanito 2. Bester Song. Susan hat dem nichts zu tun. Gelesen wie eine Hure. Lars Stock. Oh, aber das könnte es gewesen sein. Na, er ist gierig, aber Arthur ist komplett entgleist. Dann macht der rutschige Boden bestimmt. Das ist, diese Downs, Mensch. Es friert jetzt in Berlin, das könnte es gewesen sein. Das ist gefährlich mit dem Fahrrad. Und dann auch auf Wasser. Ledge Trapping. Das kann es nicht sein. Nein. Da zeigt er die Expertise mit den Hitboxen. Sind wir bei Bares für Rares? Nur kommen. Oh, das war ein Stitch. Das Bösi ist aus dem Spiel. Oh. Er wirft es weg wie dieses Set. Ehrenmann. Ist es das? Ist es das schon? Oder also, werden wir man kann ihre haben. Herzen bis hier schlagen hören. Ja, jetzt. Oh, der einmal pro Turnier Tod zahlt sich nicht aus, meine Freunde. Berlin 13 Atze, das war's. Arthur nimmt es mal wieder mit nach Hause. Viel Spaß.
gute Spiele, Twitch Prime. Schreib du dann an für Plantagenkönig Commentary bei End of the Line. Nächste Woche Donnerstag, Samstag einschalten.